Warum man alte Musik nicht legato, sondern im ordentlichen Fortgang spielt, hast du in Band 3 der Orgelschule mit Hand und Fuß bereits nachgelesen. Das sollte so klingen. Die Trennung darf nicht zu lang sein, sondern die Töne sollen dicht miteinander verbunden werden. Du kannst das an den dir bekannten Stücken aus Band 2, wie zum Beispiel das Ricercare von Palestrina, der Fuge von Händel oder ähnlichen üben. Oder gleich den Ballo del Granduca von Sweling spielen. Auch im Pedal solltest du artikulieren. Beim rhythmischen und/oder melodischen Ostinato muss sich dieses der Taktart des Cantus firmus unterordnen. Auch das ist eine Variationsmöglichkeit. Eine chromatische Figur und Oktavsprünge für die ersten beiden Phrasen, ein gebrochener Septakkord für die dritte und vierte Phrase. Wenn der Cantus firmus in der linken Hand oder im Pedal gespielt wird, musst du dir überlegen, was für die rechte Hand passt. Hier verwende ich Triolen, bestehend aus kleinen Terzen. Aufsteigend für die erste und zweite Phrase, absteigend für die dritte und vierte Phrase.